paar Zentimeter. Achtung, Dirk, Vorsicht, so, ab. Ja. Oh. Zeigen Sie. Oh mein Gott. Der kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Haben Sie eine Ahnung? Nein, sag ich schon. Der Puls ist doch ganz normal. Und hallo, oh mein Kopf. Oh, Entschuldigung. Kommen Sie, den Mantel, den ziehen wir lieber einmal. Oh, ich würde sagen, der ist hin. Scheiße. Hey, scheint ein Gewitter zu geben. Nee, das war für mich. Ach so. Was ist los? Mein Chef, er kann es nicht leiden, wenn ich fluche. Haben Sie was zu trinken? Ja, natürlich. Was möchten Sie denn? Am liebsten würde ich mal Ihren Bordeaux probieren. Den habe ich noch nie getrunken. Na dann. Oh, tut mir leid. Alle. In der Küche. Genau. Sagen Sie, sollen wir den Arzt anrufen? Oh, scheint Ihnen ja schon wieder viel besser zu gehen. Ja, nach einer halben Stunde ist das vorüber. Da merke ich nichts mehr. Das ist immer so bei uns. Ich bin mal vom Empire State. Sind Sie sicher? So war ich hier sitze. Ja, natürlich, nein. Ich meine, ob Sie sicher sind, dass Sie keinen Arzt brauchen. Also ich finde, wir sollten wirklich Absolut, glauben Sie mir. Sowas stecke ich schnell weg. Damals auch, ging ruckzuck. Sagen Sie, was ist eigentlich passiert? Hat man sie überfallen? Zusammengeschlagen? Nicht, dass ich neugierig bin, aber in ihrem Mantel war weder eine Brieftasche noch Papiere noch Geld. Sowas brauche ich nicht. Aha. Sind Sie obdachlos? Kommen Sie, sagen Sie, was passiert ist. Wenn man sie überfallen hat, müssen wir die Polizei rufen. Man hat mich nicht überfallen. Darf ich? Ja, dafür habe ich ihn ja geholt. Sein Tee. Ja, was war es dann? Friede sei mit dir. Ja. Kommen Sie. Sagen Sie mir, was passiert ist. Eigentlich nichts Besonderes. Bei der Landung habe ich die Kastanie übersehen. Was? Erst bin ich mit dem Mantel der Krone hängen geblieben. Das hat meinen Kleidflug plötzlich abgebremst. Und so bin ich durch die Äste hindurch auf den Boden gedonnert. Und mit dem Hinterkopf auf diese verdammte Wurzel geknallt. Ja, ist ja gut. Sagen Sie, sind Sie sicher, dass Sie keinen Arzt brauchen? Hm? Absolut, glauben Sie mir. Gut, ich werde mal das Fenster zumachen, scheint doch ein Gewitter zu geben. Gibt es nicht, glauben Sie mir. Das stimmt. Der Himmel ist sternklar, keine Wolke, nichts. Komisch. Sag ich doch. Was sagen Sie? So wie ich das sehe, gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Sie wollen mich veralbern. Möglichkeit 2, der Schlag auf den Hinterkopf hat so eine handfeste Störung bei Ihnen ausgelöst, dass Sie in den Wolken schweben. Und dann wäre ein Arzt sehr wohl die beste Lösung. Ach, weder das eine noch das andere. Ich garantiere es Ihnen. Holen Sie lieber noch was von dem köstlichen Bordeaux. Der ist alle. Im Keller steht noch welcher. Das heißt, nehmen Sie erst mal ab. Sagen Sie, habe ich eine Macke oder Sie? Woher wollen Sie wissen, was ich im Keller habe und ich soll abnehmen? Das Telefon. Das hat doch gar nicht geklingelt. Noch nicht, aber jetzt. Zufall. Reiner Zufall. Nun gehen Sie schon, es ist Ihre Verflossene. Ja, das wissen Sie. Das hören Sie am Klingeln. Das ist Marie, meine Verflossene. Natürlich. Ja, hallo? Marie? Warum rufst du jetzt an? Natürlich freue ich mich nicht, dass du anrufst. Ja, ich garantiere es dir. Darf ich jetzt auch mal etwas sagen? Wenn ich sage, es ist aus, dann heißt das, es ist aus. Es müsste selbst in dein erbsengroßes Gehirn hineingehen. War das jetzt deutlich? Dann ist es ja gut. Und wenn du in Zukunft diese Anrufe unterlassen könntest, ja? Vielen Dank. Was geht hier vor? Woher wussten Sie das? War das mit ihr abgesprochen? Natürlich.
Ja, natürlich, das haben Sie mit ihr abgesprochen. Sie weiß, dass ich jeden Abend um die Zeit im Park spazieren gehe. Sie weiß, dass ich den Rotwein im Keller habe und es ist jetzt 9:55. Sie haben mit ihr verabredet, um Punkt 10 Uhr hier anzurufen. Sie haben das Gewitter vergessen. Zufall. Reiner Zufall. Mich können Sie nicht hinters Licht führen. Warum sollte ich? Ja, warum sollten Sie? Und warum sollte sie? Ich meine, es ergibt doch keinen Sinn. Sag ich doch. Was sagen Sie? Hören Sie, ich will jetzt... Wieso sind Sie schon wieder so lebendig? Sie waren halb tot, als ich Sie fand. Jetzt beruhigen Sie sich doch mal. So, höre. Sie sind Michel Cordier. Cordenier. Ich bin Michel Cordenier. Wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich hier, um Ihnen auf die Sprünge zu helfen. Auf die Sprünge zu helfen? Also ich weiß nicht, was Sie nehmen, aber Sie sollten auf alle Fälle weniger davon nehmen. Lassen Sie mich so fragen. Geht bei Ihnen gelegentlich mal was schief? Treten Sie schon mal hier und da in irgendwelche Fettnäpfchen? Auch in die, die man gar nicht hingestellt hat? Ja klar, wer nicht? Möchten Sie gerne Ihre Attraktivität steigern? Möchten Sie gesellschaftlich die Anerkennung, die einige Ihrer Kollegen bereits genießen? Ja, täglich, sage ich Ihnen, täglich. Also? Also was? Haben Sie deswegen schon mal Gedanken, die sich mit dem Abschied aus dem Leben befassen? Was? Natürlich habe ich manchmal diese Wünsche. Aber ist doch völlig normal, jedoch jeder oder etwa nicht. Aber nicht jeder ist deswegen gleich lebensmüde. Lebensmüde? Ich und lebensmüde? Deswegen hat man mich geschickt. Geschickt? Wer hat Sie geschickt? Mein Vermieter? Er. Er? Wer um Gottes Willen ist er? Da haben Sie es. Jetzt lassen Sie mal das Fenster und das Gewitter, das ist alles zu, da kann nichts passieren. Sie können sich jetzt aussuchen, ob ich einen Arzt oder die Polizei anrufen soll. Oder können Sie sich zufällig an den Namen des Sanatoriums erinnern, aus dem Sie entsprungen sind? Ja, ja, sparen Sie sich das. Lassen Sie uns lieber an die Arbeit gehen. An die Arbeit gehen? Wissen Sie, was ich jetzt liebend gern täte? Ich würde Ihnen liebend gern einen überziehen. Dann würde ich Sie liebend gern verschnüren und dann würde ich Sie liebend gern bei der Polizei abliefern. Und wissen Sie was? Das tue ich jetzt auch. Bitte, versuchen Sie es. Wie haben Sie das gemacht? So? Komm, verraten Sie mir den Trick. Es ist kein Trick. Ich bin ein Engel. Ah ja, na ja, klar, Sie sind ein Engel. Natürlich, jetzt, wo Sie es sagen. Dann sind Sie bei mir nämlich genau richtig. Ich bin der Papst. Selbstverständlich. So, lassen Sie es gut sein. Sie sind Michel Cordier. Cordenier. Ich bin Michel Cordenier. Wie auch immer. Ich versichere Ihnen, ich bin ein Engel. Ja, warum fliegen hier keine Federn rum? Hören Sie doch auf. Das mit den Federn ist ein simpler Überlieferungsfehler. Wir hatten noch nie welche. Aber Sie sind doch geflogen. Sie nennen es Fliegen. Wir nennen es Translucieren. Dazu brauchen Sie keine Flügel? Flügel sind Wunschvorstellungen des Menschen. Mehr nicht. Ja, aber so ganz sicher ist die Methode nicht, oder? Ich meine... Ich gebe zu, den meisten von uns passiert so ein... Absturz selten. Aber Sie sind ein Pechvogel. Na, auf alle Fälle ein komischer Vogel. Oder sind Sie wirklich ein Engel? Ich sage es Ihnen doch. Dann will ich Beweise. Beweisen Sie mir, dass Sie ein Engel sind. Los, machen Sie... Was war das? Ich habe Ihnen den Ton abgedreht. Junge, Junge. Wie heißen Sie denn? 1724. Ah, also doch ausgebrochen. 17 ist die Sektion Suizid. 2 bedeutet Außendienst. Ich bin Mitarbeiter Nummer 4. Und ich soll Sie jetzt 1724 nennen? Entschuldigung, da komme ich mir etwas seltsam vor. Das ist nun mal meine Bezeichnung. Klingt wie bei Star Wars. Ich bin ein verdammter Engel! Himmel, Arsch und Zwirn! Ist doch wahr, Mensch! Oh. Guten Morgen! Oh. Also doch! Sie sind real. Eine Nacht lang hatte ich die angenehme Vorstellung, ich hätte sie nur geträumt. Frühstück! Möchtest du hier oder nebenan?
Entschuldigung, wann genau habe ich Ihnen das Du angeboten? Hör zu, mein Freund. Wir haben die Gegebenheit geklärt, dass ich ein Engel bin. Für uns gibt es theoretisch keine Grenzen. Wir sollten doch ein wenig die Form wahren, ja? Das können wir ebenso gut mit dem Du. Die Höflichkeitsform Sie entspricht formal der dritten Person Plural des Personalpronomens. Obwohl das Wort grammatisch eine Pluralform ist, kann es verwendet werden, um sowohl einzelne als auch mehrere Personen anzusprechen. Da uns diese Regel antiquiert und überkommen erscheint, halten wir es mit dem Du. Hier oder nebenan? Hören Sie, hören Du. Sortier's erst mal ins Reine, hm? Wenn du mich brauchst, ich bin in der Küche. Sie, du, du kannst dir Zeit lassen mit dem Frühstück. Ich muss mich noch mal frisch machen. Du bist der Boss? Ja, hallo? Ja, das ist richtig. Ja, aber Monsieur Cornier. Nein, im Moment nicht. Er ist in einer Besprechung. Kann ich etwas ausrichten? Ja? Ja, ich habe verstanden. Pardon, wie war der Name? Foucher. Ach, Monsieur Foucher. Ja, sehr wohl. Ja, das wird ihm gefallen. Oh, Frühstück, sehr gut, danke. Kleinigkeit, bitte nimm Platz. Le Monde. Woher weißt du, dass ich Le Monde lese? Ja. Du willst nichts? Meine Nahrung. Ja? Das würdest du eh nicht verstehen. Komm, verrat es mir. Hör auf zu insistieren, iss. Weißt du, was ich die ganze Zeit überlege? Ja, wie ich dich nennen soll. Also 17-2-4 bekomme ich wirklich nicht über die Lippen. Wie wäre es mit Vostok 23? Spaß. Angelino, ja? Ich nenne dich Angelino. Bitte, wenn es dir gefällt. Übrigens, ein Monsieur Foucher hat angerufen. Foucher? Ja, weißt du, wer das ist? Ja, einer der reichsten Exzentriker von Paris. Von Paris? Von ganz Frankreich? Von ganz Europa, Mensch. Entschuldige, Engel. Ja, was wollte er? Den Termin absagen. Ja, welchen Termin? Er meinte, wenn es nach ihm ginge, würde er mit seiner Frau und seiner Tochter nicht heute, sondern erst morgen Abend einer Einladung folgen. Oh Gott. Er sei brennend an dem Erstdruck von Romeo und Julia aus dem Jahre 1597 interessiert, der sich in deinem Besitz befände. Und er freue sich riesig darauf, deine Frau kennenzulernen. Was? Oh nein! War ich so besoffen? Da bin ich überfragt. Willst du mich aufklären? Ja, ich habe ihn auf dem Empfang des britischen Botschafters kennengelernt. Natürlich wusste ich, wer er ist. Wir kamen zusammen ins Gespräch und er fing an, mit seinen Sammlungen aufzuschneiden. Ja, er besitzt angeblich alles, was im entferntesten Sinne nach Antike oder Mittelalter riecht. Hm. Britische Botschaft? Mhm. Gab es da was für dich abzustauben? Mhm. Du weißt, dass ich manchmal... Ja. Kurz und gut, es gab nichts abzustauben. Bilder, Statuen, alles nur billige Imitate. Und dann ich fing an, mich auf die Gäste zu konzentrieren. Ich hatte schon so ein bisschen was getrunken. Und dann trafen wir aufeinander und er fing dann wieder an, mit seinen Sammlungen anzugeben. Und schließlich bot er mir die Wette an. Welche Wette? Ja, dass ich nichts von äußerstem kulturellen oder historischen Wert nennen könnte, was er nicht besäße. Ich begreife. Ja, nun, ich Blödmann fing an zu spinnen. Ich sagte ihm, ich besäße den Erstdruck von Shakespeares Romeo und Julia. Ich und nicht er, verstehst du? Und? Besitzt du ihn? Nein! Nur ein ganz billiges Imitat. Das kommt ja noch besser. Er fing an, mir seine Tochter vorzustellen. Was heißt vorstellen? Ich hatte das Gefühl, er würde sie mir förmlich aufdrängen. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass er sagt, ich habe oben schon mal ein Hotelzimmer mit Himmelbett für euch reserviert. Da könnt ihr schon mal Probevögeln. Ja, ja. Und weiter? Ich konnte mich nur dagegen wehren, indem ich vorgab, verheiratet zu sein. Ach, du Scheiße! Ja, ist ja gut. Wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Absagen kannst du den Termin nicht. Das würde dich deinen Ruf und somit deine Einnahmequellen kosten. Mhm. Den Erstdruck hast du nicht, kannst du auch nicht besorgen. Mm-mm.
Eine Frau hast du auch nicht. Kannst du aber besorgen. Du brauchst eine Frau, und zwar bis morgen. Ja, ja, du hast recht. Angelino? Ja? Angelino, besorg mir eine Frau. Ich? Ja, du bist ein Engel. Tut mir leid, aber das kann ich nicht. Aber Angelino, das gibt's doch nicht. Er kommt morgen mit seiner Frau, mit seiner Tochter. Ich brauche einen Ausweg. Tu was. Angelino, tu was. Ja? Monsieur Cordonnier? Ja, am Apparat. Hier ist der Begleiter, Miss Bella Vista. Was? Warten wir unseren Rückruf. Wie? Ach so, ja, natürlich, ich vergaß. Und womit können wir dienen? Ja, mit einer Frau. Gerne, Monsieur. Wann und für wie lange? Morgen? Heute, für eine Stunde. Für 2 Stunden. Das ist dringend. Wir müssen sie noch vorbereiten. Garderobe? Ja, hab ich. Ich meine, an welche Garderobe haben Sie gedacht? Na, an die im Flur. Nein, und was haben Sie sich vorgestellt? Soll Ihre Begleitung tragen? Das ist mir völlig wurscht. Nein, das ist mir nicht wurscht. Was ist das? Angelino! Was würden Sie denn vorschlagen? Was ist denn der Anlass? Oper, Theater, Rennplatz. Weder noch. Ein einfaches Abendessen. Nein, kein einfaches Abendessen. Nein, feudales Abendessen. Nein, kein feudales Abendessen. Ein normales Abendessen. Ein normales Abendessen, aber im üppigen Rahmen. Feudal eben. Ja, außerhalb oder im Haus? Ja, außerhalb. Nein. Im Haus, also zu Hause. Ja, ja, dann schlage ich gehobene Legere-Kleidung vor. Ja. Sie bekommen Karine Lenné. Michel Corday. Michel Corday? Ein kleiner Hinweis am Rande. Seien Sie bei ihr mit Alkohol nicht allzu großzügig. Am besten, Sie lassen ihn vollkommen beiseite. Warum? Ja, aber Alkohol wird Sie ausfallen. Wir sind zu kontrollverlust. Wir eventuelle Nachteile oder Schäden sind Sie selbst verantwortlich. Wir übernehmen keine Haftung. Ah ja, verstehe. Keine Haftung. Gut. Ich habe notiert, Mademoiselle Corday wird Punkt 14 Uhr bei Ihnen eintreffen. Gut. Bitte geben Sie mir jetzt Ihre Adresse und die Nummer Ihrer Kreditkarte. Kreditkarte? Warum das denn? Da beziehen den Betrag an. Hören Sie? 223 4075 6, Prüfzimmer 722. Danke. Bitte. Mach Ihre Adresse, bitte. Rue de Saint-Michel 14a. Ich danke Ihnen, Monsieur Cordonnier, auf Wiederhören und beehren Sie uns bald wieder. Ja, mach ich. Wiederhören. Angelino, hast du gehört, wie sie heißt? Mhm. Ja, fast so wie ich. Michel Gordet. Michel Cordonnier. Seltsam. Jetzt hör doch mal auf, hier ein angeschossener Büffel durch die Gegend zu stampfen. Das ist ja nicht auszuhalten, mein Gott. Angelino, versetz dich bitte einmal in meine Lage. Michel, jetzt mach doch mal Halblagen. Verdammt nochmal. Darf ich mich vielleicht mal 2 Minuten gehen lassen? Mein Job hier ist schwer genug. Ich habe mich nicht darum gerissen. Was ist denn jetzt mit dieser Michel? Was soll mir dir sagen? Sie kommt und dann sehen wir weiter. Ja, deine Nerven möchte ich haben. Ich habe keine Nerven. Ja, hast du auch keine Flügel. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da was durcheinander gebracht habe. Ich bin mit einem Auftrag hier runtergeschickt worden. Leider gab es einen Zwischenfall. Mit der Kastanie. Mein Auftrag lautet, Michel Corday aus dem Schlamassel zu helfen. Du findest mich. Und warum zum Teufel? Ja, doch. Heißt du Michel Corday?
Cordenier. Ich heiße Michel Cordenier. Cordenier. So. Das ist sie. Ach du Scheiße. Wie? Ich jetzt auch? Er ist eben immer am Ball. Wer macht jetzt auf, du oder ich? Ich wohne hier, ich mach auf, ja? Angelino, mach mal auf. Nee. Könntest du aufmachen? Guten Tag, mein Name ist Michel Cordier von der Agentur Bella Vista. Sind Sie Michel Cordier? Nein, kommen Sie. Man erwartet Sie bereits. Entschuldigen Sie, aber das passiert mir andauernd. Aber dann sind Sie also. Ja, ich bin. Und wer ist dann er? Das ist. So, soll das etwa ein flotter Dreier werden? Hören Sie, ohne mich, ich bin Begleitperson und weiter nichts. Keine Sorge, mein Name ist. Angelino! Das ist Angelino. Angelino ist. Laufbursche! Ja. Laufbursche! Ich habe nur einen Spaß gemacht. In Wahrheit bin ich ein englischer Freund! Angelino ist mein englischer Freund. Angelino! How do you do? Do you like Paris? Huh? Ja. Na dann, bevor wir loslegen, könnte ich noch mal schnell. Ach so, ja, draußen, zweite Tür links. Danke. Bitte. Entschuldigung, das passiert mir andauernd. Angelino? Ja? Hast du das gewusst? Was? Na, sieh, wie die aussieht. Diese Lupe. Das Käppchen. Die Rotkäppchen. Die soll ich jetzt meine Frau ausgeben? Glaub mir doch keinen Arsch. Entschuldigung. Um ehrlich zu sein, gewusst habe ich es nicht, aber geahnt. Geahnt? Was hast du geahnt? Sie ist es. Sie ist es? Sie ist was? Meine Schutzbefohlene. Ich muss mich um sie kümmern, nicht um dich. Nicht um mich? Warte. Nein, nicht du. Nicht um dich. Weißt du, ich habe einfach den Namen verwechselt. Komisch. Das ist mir noch nie passiert. Die Kastanie. Verflucht. Angelino, du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen. Wir sind ein Team, du und ich. Das kann man so oder so sehen. Nein. Das kann man nur so sehen. Du bist hier, um mir zu helfen. Michelle, wir sind kein Team. Ich habe mich geirrt. Und ich fürchte, das hat Konsequenzen. Konsequenzen? Was denn für Konsequenzen? Wenn einer von uns einen Fehler macht, dann wird er versetzt. Versetzt? Wohin versetzt? Was ist denn mit der blöden Tür los? Oh. Warst du das? Ich dachte, sie sollte uns einen Moment nicht stören. Komm, lass sie raus. Entschuldigung, aber die blöde Tür hat geklemmt. Was ist das? Passiert mir andauernd. Ja, ist ja nichts passiert. Bitte, setzen Sie sich. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Einen Kaffee, Tee, einen Drink? Ein Cognac. Gut. Nein, besser nicht. Aber einen Kaffee. Nein, besser nicht. Einen Tee, einen... Irgendeinen. Angelino. Es tut mir leid, aber ich muss mich erst eingewöhnen. Das ist am Anfang immer so. Wie am Anfang? Ja, glauben Sie, ich bin aus Stein. Ich meine, natürlich könnte ich alles abdrehen und mich nur auf meinen Job konzentrieren, aber das geht eben nicht immer. Dann brauche ich eben Anlauf. Und so ist das jetzt. So, was steht an? Ja, ich, wie soll ich Ihnen das sagen? Ich erwarte Besuch. Ja, mich. Nee, nicht Sie. Doch, auch Sie, aber ich erwarte die Familie Fougère. Fougère? Etwa der Fougère? Hier Fougère. Und was habe ich damit zu tun? Sie sind meine Frau. Ich bin Ihre was? Meine Frau. Ihre Frau? Ja. Ihre Frau? Ja, Sie haben wirklich einen schlechten Tag erwischt. Ich bin doch nur Begleitperson und keine Schauspielerin. Mademoiselle Gordier, jetzt hören Sie mir einmal gut zu, ja? Wenn Ihnen an Ihrem Job etwas liegt, dann tun Sie, was ich sage. Ich bezahle, Sie machen Ihren Job. Ist das klar? Ja, so steht's im Vertrag. Hier. Tut mir leid. Danke. Hab mich erregt. Wollte mich nicht erregen, aber bedenken Sie meine Situation. Ich weiß ja, worauf ich mich eingelassen habe. So, hier ist der Tee. Und ein paar kleine Bissés. Danke. Oh, Vanilletee.
Und leicht gesüßt. Ich meine, wie wusst... Ich meine, woher... Und wie süß. Oh, als hätten Sie gewusst, dass ich die liebe. Ja, das kann alles nur ein reiner Zufall sein. Ihr entschuldigt mich, ich muss mich noch mal frisch machen. Seid ihr schwul? Sind wir was? Naja, schwul, andersrum. Warme Brüder. Ich verstehe die Frage nicht. Kommen Sie! Da ist doch nichts dabei. Ja, lauf, Bursche, so kann man natürlich auch sagen. Um es auf den Punkt zu bringen, ich bin sein Freund. Mhm. Will sagen, mein Job ist dem Ihren nicht ganz unähnlich. Auch ich begleite. Ach, und welche Agentur? Ich meine, ist da noch ein Platz frei? Sie müssen wissen, bei Bella Vista kriege ich immer nur den letzten Schrott. Ich weiß. Manchmal, ganz für mich allein da. Da denke ich mir, vielleicht ist er dabei, vielleicht ist er einmal dabei, mein Märchenprinz. Aber nee, Greise, Nieten, Idioten. Ich weiß. Sie wissen? Nein, ich meinte, sowas kommt vor. Bei mir andauernd. Ich weiß. Sie wissen was? Nichts. Ich meinte, ich dachte, ich hätte eine Ahnung, was das betrifft. Was betrifft? Hören Sie, wenn das ein Versuch sein sollte, mich auf den Arm zu nehmen, dann... Niemand will Sie auf den Arm nehmen. Ganz im Gegenteil, eher in den Arm nehmen. Also dann, flotter Dreier, nee, wisst ihr, ohne mich. Ich habe gar keine Ahnung, wie mich dieser Job hier ankotzt. Ich bekomme immer nur den letzten Schrott und wenn ich dann mal begleite, dann baue ich nur Scheiße. Entweder ich stecke im Restaurant die Tischdecke in Brand oder ich fange im Theater so an zu heulen, bis wir rausgeworfen werden. Oder ich falle die Treppe zum Damenklo hinunter. Oder ich ohrfeige den Kellner, weil er mir Champagner gebracht hat statt Mineralwasser. Sie müssen wissen, bei Alkohol ticke ich da aus. Ich weiß. Ach, Sie wissen überhaupt nichts. Ich weiß alles. Ja, klar. Dann wissen Sie wohl auch, wie oft und wie nah ich dran war, diesem ganzen Scheiß hier ein Ende zu machen. Deswegen bin ich ja hier. Wie hier? Na, um Sie davon abzuhalten. Wovon abzuhalten? Dem ganzen Scheiß ein Ende zu machen. Oh, darf ich? Na klar. Danke. Also, was will er genau von mir? Sie sind seine Frau. Ja, soweit habe ich begriffen. Aber wie soll denn das gehen? Ich weiß nichts von ihm, er weiß nichts von mir. Und diese Fouchers, glauben Sie, die lassen sich so leicht auf Kreuz legen? Sie müssen sich darauf vorbereiten. Michelle, dafür sind wir jetzt hier. Sie müssen einfach daran denken, dass ich in Ihrer Nähe bin. Und das bin ich. Darauf können Sie sich verlassen. Hm? Also gut. Ich versuch's. Wenn ihr nicht schwul seid, was seid ihr dann? Hm? Ich sagte doch schon, ich bin sein Freund. Ja. Und nicht nur seiner. Wir kennen uns seit einiger Zeit. Und so gut ich kann, helfe ich ihm. So, da bin ich wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, richtig, meine Frau. Mademoiselle Gordet. Sagen Sie, Michelle, das vereinfacht die Sache. Soll ich? Nein, bleib hier. Ich brauche dich noch. Ja, Michelle, also, ich habe Sie bestellt, damit Sie meine Frau sind. Spielen. Ja, natürlich spielen. Ja, was denn sonst? Na, natürlich spielen. Was denn sonst? Also gut, Kinder. Keine Kinder. Warum auch? Ja, warum auch? Wie lange? Wie lange? Naja, wir verheiratet sind. Wir müssen doch auf schlüssige Fragen schlüssige Antworten geben können. Mann. Ich dachte, ihr habt einen Plan. Das sieht mir verdammt nach Katastrophe aus, wenn ihr mich fragt. Überhaupt nicht. Denn ihr habt euch vor 4 Jahren bei einem Stierkampf in Madrid kennengelernt. 2 Jahre geturtelt, dass sich der Boden gewählt hat.
Hab vor 2 Jahren in Los Angeles geheiratet und seitdem seid ihr unzertrennlich wie siamesische Zwillinge. Klar? Damit kann ich mich anfreunden. Ah. Michelle kommt aus einer sehr adligen Familie, nämlich de Corday. Verzichtet aber aus sozialistischen Gründen und nennt sich nur Corday. Ah. Sozialistisch? Ja, revolutionär, zukunftsorientiert, fortschrittlich. Dann bin ich dafür. Was ist nur mit Shakespeare? Shakespeare? Romeo und Julia. Shakespeare. Das war die Nacht, egal, und nicht die Nacht. Es geht um einen Erstdruck von Shakespeare, den Michelle allerdings nicht besitzt. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ja, das macht überhaupt nichts. Konzentrieren Sie sich darauf, meine Frau zu sein. Die Taktik übernehme ich. Ja, die Taktik ist dein Gebiet. Kommen wir zur Strategie. Darf ich einen Vorschlag machen? Ihr solltet anfangen, euch zu duzen. Dieses alberne Sie kann sich zu einer Falle entwickeln. Sag ich doch. Also, ich bin Michelle. Also, ich bin Michelle. Sagen Sie, Michelle, wenn Sie Ihre Brille abnehmen würden, erkennen Sie mich dann noch? Ja. Wenn Sie das Käppchen auch noch abnehmen könnten und die Haare vielleicht so ein bisschen... Michelle? Sie sehen ja bezaubert aus. Moment! Fouchère! Woher weiß er das? Ach, der weiß das wieder. Cordonnier? Monsieur Fouchère, ja, so eine Freude! Ja, wir können es kaum erwarten. Ja, natürlich. Ja, wir freuen uns, ja. Meine Frau? Ach so, meine Frau! Ja, freut sich auch wahnsinnig. Ja, ganz aufgeregt. Kleine Herzchen steht ganz schnell. Ja, wir haben sie gut vorbereitet. Wir haben alles gut vorbereitet. Ja. Der Erstdruck? Ja, der Erstdruck, der ist da, der wartet auf sie. Ihre Tochter? Natürlich bringen sie ihre Tochter mit. Ja, das freut uns auch. Wahnsinnig. Ja, gut. Bis morgen. Ja, wir können es kaum erwarten. Ja, Grüße auch von meiner Frau. Mhm. Ja, bis dann. Tschüss. Oh. Also, ich komme dann morgen wieder. Nein, bleib hier. Wir haben noch ganz viel zu besprechen. Außer ich habe ein Gästezimmer. Du kannst dort schlafen. So etwas habe ich noch nie gemacht. Ich biete es nur an, und zwar ohne jeden Hintergedanken. Also gut. Gut. Ich mag's. Oh, so ein leckeres Frühstück. Wie kannst du sowas zaubern? Hm? Eine meiner leichtesten Übungen. Tretchenröscher. Als hättest du gewusst, dass ich den liebe. Ja, der Angelino hat mit unterhellseherische Fähigkeiten. Okay, Leute, okay. Kommen wir zur Tagesaufgabe. Sie werden bald hier sein. Ich fasse nochmal zusammen. Madrid, Stierkampf, siamesische Zwillinge, keine Kinder bei viel Reisen. Okay? Mhm. Okay. Wo ist der falsche Erstdruck? Oh, ja. Ja, ist nicht besonders. Um Himmels Willen. Geht das vielleicht mal 2 Minuten ohne Einmischung? Also! Sieht aus wie vorher.
Angelino, das ist ja... Das sieht aus wie echt. Und dieses Papier. Angelino, ich könnte dich küssen. Ja. Hast du einen Safe? Natürlich habe ich keinen Safe. Was soll ich damit? Gut. Da tun wir so, als hätten wir einen. Im Gästezimmer. Da deponieren wir das Werk. Ja. Hallo? Angelino, was hältst du davon, wenn wir sie aufklären? Ja, gut, machen wir es. Aufklären? Ich will es mal so sagen, Michelle. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die sind nicht immer so einfach zu erklären. Zwischen Himmel und Erde? Genau. Weißt du, es geht um eine junge Frau, die schon mal hier und da in irgendwelche Fettnäpfchen tritt. Die schon mal nah dran war, dem ganzen Scheiß ein Ende zu machen. Kommt dir da was bekannt vor? Doch, nö. Verstehst du nicht? Ich bin deinetwegen hier. Sag mal, was läuft hier eigentlich? Wie? Kein Anschluss unter dieser Nummer? Das gibt's doch nicht! Ich werde doch die Nummer meiner Agentur kennen! Michelle, das ist so. Ja, wie soll ich das sagen? Also der Angelino, der ist, kann man das ausdrücken? Der Angelino ist ein Engel. Ein Engel? Ja, ein Schutzengel. Na, so in etwa. Ja, klar. Ohne mich, Leute. Schutzengel trifft man ja jeden Tag. Ihr wisst gar nicht, wie viele Engel ich schon getroffen habe. Bisher keinen einzigen, wetten? Woher willst du das so genau wissen? Und wenn du ein Engel bist, was machst du dann hier? Ich habe doch schon versucht, es dir zu erklären. Ich bin deinetwegen hier. Und ich kann mich nicht gegen Aufträge wehren, sonst bin ich weg vom Fenster. Ach komm, jetzt weg vom Fenster. Jetzt übertreibst du mal ein bisschen, Angelino. Ach Mann, du weißt doch gar nicht, wie der Laden da oben läuft. Da wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Jeder ist auf den anderen eifersüchtig. Was? Unter Engel? Na, was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, Engel haben keine Fehler? Da hat einer von uns, Ronald Reagan, einen mehr als mittelmäßigen Schauspieler zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gemacht. Oh nein. Ein anderer glaubte, er müsse dem nacheifern und machte Terminator zum Gouverneur von Kalifornien. Ja, und noch einer von uns, der machte George W. Bush zum Präsidenten. Oh. Ja, der ist jetzt nur noch für Botengänge eingeteilt. Angelino und hier? Ja? Oh. Ach, Jungs, ich will ja nichts sagen, aber sollten wir uns langsam aber sicher nicht auf die Fougères vorbereiten? Da hat sie recht. Ja. Michelle, ja. Schaffst du das? Wenn du mich nicht allein lässt? Angelino, das riecht lecker. Was ist das? Stroganoff. Russisch. Rinderfiletspitzen mit Frühlingszwiebeln und sauren Gurken. Ich werde es mit Dill dekorieren. Und anschließend Vanilleeis mit Eierlikör. Fantastisch. Ich hoffe, es schmeckt auch so. Mit 2 Flaschen Rouge-Käppchen, glaubst du, das reicht? Sie werden ja hier nicht übernachten wollen. Hm? Gib her. Ich bringe sie in die Küche. Ja. Entschuldigt mich, ich muss nach dem Fleisch stehen. Ja, warum schnippst du nicht da einfach wie immer? Michelle, wie oft habe ich dir gesagt, dass ich Grenzen habe? Und ehe ich da was hinschnipse, koche ich lieber selbst. Ja. Weil mir das einen Höllenspaß macht. Ja, doch. Sag mal, wie spät ist das? Kurz vor 6. Kurz vor 6? Sie werden gleich hier sein. Sie steigen doch gerade aus dem Taxi. Oh, jetzt geht's los. Wir schaffen das. Ich gehe schon. Denk daran, ich bin der Butler. Sprech mich mit Sie an. Angelino! Oh. Guten Abend, die Herrschaften. Ah, mein lieber Gott, denn je! Eine Freude, Sie wiederzusehen! Den Empfang bei der britischen Botschaft gut überstanden. Hier, meine oh. Frau. Madame Cordelier! Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Darf ich Ihnen meine Frau Yvonne und meine Tochter
Claudine vorstellen. Guten Abend, Madame. Guten Abend. Hi. Die Freude ist ganz meinerseits. Bitte setzen Sie. Setzen Sie sich. Danke. Liebling, setzen Sie. Ja. Ihr Butler, Butler. Angelino ist mein Butler, unser Butler aus Italien. Oh. Si, Signore. Er hat Manieren. Gefällt mir. Ja, wir sind sehr stolz auf ihn. Nicht wahr, meine Liebe? Ich glaube schon. Ja. Bitte? Naja, absolut, wollte ich sagen, mein Liebe. Gut, meine Liebe. Wollen wir unseren Gästen nicht etwas anbieten? Ja, natürlich. Aber wie wäre es mit... Pardon? Oh, eine hervorragende Entscheidung. Eine Kleinigkeit. Ja, doch, Liebes. Ja, doch. Also, Liebes. Ich will eine Limo. Kommt sofort. Monsieur Gaudelier. Ja. Eine tolle Bude haben Sie hier. Ja, danke. Ich habe sie versucht, so einzurichten. Ja, 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 ja. Wem's gefällt? Aber Robert, ich bitte dich um etwas mehr Contenance. Ja, doch, meine Liebe. Madame Cordenier, ja. Sie waren nicht beim Empfang in der Botschaft. Hatte das etwa einen Grund? Ja, das hatte einen Grund. Mhm. Ja. Das hatte einen sehr wichtigen Grund. Mhm. Ja. Es war nämlich so... ein kleines Problem mit der Alarmanlage und warteten auf den Mechaniker. Bitte, Madame Fouchère. Danke. Monsieur Fouchère? Ja, denken Sie, ich würde Nein sagen. Danke, Angelino. Ich mach das. Hier, Ihre Limo, bitte. Ja, so, Schatz. Hat Ihnen Ihr Mann gesagt, warum wir hier sind? Ja, in Ansätzen. In Ansätzen! In Ansätzen! Ja! Hat er etwa Geheimnisse vor Ihnen? Nicht, dass ich wüsste, Madame Fouchère. Das ist doch jetzt... Was soll ich denn für Geheimnisse haben? Noch dazu von meiner lieben Frau. Das kann man nie so genau wissen. Bitte? Herr Claudine! Ich meine ja nur... Ich denke an den Tisch. Im Esszimmer, wenn es beliebt. Tun Sie das, Angelino. Ich würde sagen, wir nehmen unsere Gläser mit und die Flasche auch. Ist Ihnen etwa nicht gut? Wir waren nie besser, Madame Fougère. Also, auf in den... Was war das noch gleich? Kampf! Liebling! Das kann ja heilen! Das essen alle Achtung! Dafür bin ich gar nicht zuständig, sondern Angelino, aber vielen Dank. Ich danke. Wissen Sie, Cordenier, ich habe eine Schwäche, eine schlechte Angewohnheit. Ich rauche nach dem Essen gern eine Zigarre. Tut mir leid, ich habe eine... Eine Havanna, Monsieur. Angelino? Oh. Ja. Also, Ihr Butler hat nicht nur gute Manieren, er ist ein Engel. Ja, wenn Sie meinen, ich werde Sie draußen rauchen. Ja, bitte, Angelino. Aufmerksam. Unterhalten Sie Damen gut und wenn ich wiederkomme, reden wir über die Hauptsache. Die Hauptsache? Cordenier!
Romeo! Ah, ja, es war die Lerche. Dieser Cordelier! Ja. Angelino, übertreib es nicht. Ach komm, er hat es nicht mitbekommen. Wichtig ist, dass wir ihn bei Laune halten. Ja, mag sein. Trotzdem. Angelino. Die hat uns gerade noch gefehlt. Was ist das jetzt schon wieder? Wir haben ein paar Probleme und mein Kopf schwirrt etwas. Ich kann nicht alles auf einmal. Ich muss sortieren. Wie meinst du das? Problem Nummer eins ist die. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, sich, wie sagt man? Angraben, anbaggern? Exakt. Ja. Kann sie uns hören? Nein, ich habe sie ausgeschaltet. Ah ja, also das mit dem Anbaggern, das bekomme ich in den Griff. Was ist Problem Nummer zwei? Michelle! Sie nähert sich dem Kontrollverlust. Nein. Der Bordeaux. Sie beginnt Madame Fouchère gegenüber aggressiv zu werden. Und das ist gar nicht gut, mein Lieber. Nee, kann uns den ganzen Abend ruinieren. Muss ich sofort hin. Im Moment nicht nötig. Wie, hast du sie auch aus... Auch. Ah, und ihn? Auch. Auch, ja. Also alle ausgeschaltet. Dann ist ja gut. Dann sind ja jetzt alle ausgeschaltet, ja? Mhm. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wie geht's denn jetzt weiter? Wenn ich das wüsste, wäre es mir wohler. Wie geht's denn jetzt weiter? Wenn ich das wüsste, wäre es mir wohler. Sag mal, kannst du hier dieses Anbaggern austreiben? Ich kann es versuchen, aber du weißt meine Grenzen. Mach mal. Probieren wir es. Hm. Monsieur Cordelier! Ich denke, du wolltest... Aha, Mademoiselle Fougère, was kann ich für Sie tun? Wo ist das Klo? Flur, zweite Tür links. Danke, bitte. Monsieur Cordelier, ja. Bye-bye. Bye-bye. Also, das lasse ich mir nicht bieten. Was ist eigentlich los? Schauen Sie sich meine schöne Jacke an. Die ist von Dior. Sagen Sie, was ist eigentlich los mit Ihrer Frau? Hat sie sie vielleicht nicht mehr alle? Erst fällt sie über mich her, dann beleidigt sie mich und dann zerreißt sie meine schöne Jacke. Dafür müssen Sie aufkommen, Monsieur Cordelier. Das kann ich Ihnen sagen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und noch eine Kleinigkeit. So ganz nebenbei, dass ich gelegentlich in Los Angeles, der Bodenwelt, das ist mir vertraut. Aber dass Sie in Madrid siamesische Zwillinge geheiratet haben, noch dazu während eines Boxkampfes, das wirft doch wirklich ein sehr merkwürdiges Bild auf Sie, Monsieur Cordelier. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich bin... Pervers, ja. Das geht zu weit. Ihre Medikamente. Ihre Medikamente? Es ist meine Schuld. Ich habe Ihre Medikamente vergessen. Was ist los? Madame Cordelier ist unterzuckert. Ah, ja. Ja. Diabetes insipidus. Insipidus? Oh. Korrekt. Das führt das Phänomen mit sich, dass der oder die Betroffene zu leichter, manchmal auch zu schwerster Überreiztheit neigt. Die Kontrollmechanismen versagen. Und da kann man gar nichts machen? Sie haben es soeben erlebt und dafür möchte ich mich entschuldigen. So, und jetzt schaue ich mal, dass wir das geregelt kriegen. Ja. Oh, das tut mir aber leid. Och je. Und wie können Sie damit leben? Wenn man einen Menschen sehr liebt. Ja, wie recht Sie doch haben. Wenn man einen Menschen sehr, sehr liebt. Was meinen Sie, was ich mit meinem Mann durchmachen muss? Cordelier! Also, die Zigarre, das Essen, delikat und exquisit. Obwohl, ich hatte eben das Gefühl, als wäre ich irgendwo anders. Was hast du denn da schon wieder gemacht? Insipidus. Insipidus? Lagerfeld! Du verstehst überhaupt nichts.
Können wir Ihnen noch was anbieten? Was? Ja, Michel, mein Lieber, ich denke, das sind wir unseren Gästen schuldig. Ach, es scheint Ihnen wieder besser zu gehen. Ja, Madame. Ist hier irgendwas an mir vorbeigefahren oder bilde ich mir das nur ein? Wie ich gerade sagen wollte, meine Frau hat... Überhaupt nichts. Danke, Angelino. Dafür bin ich hier. So, da bin ich wieder. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass... Du stellst dir erstmal überhaupt nichts vor, Claudine. Bitte, nehmen Sie Platz. Platz, alle Platz machen. Platz machen. Mademoiselle Fougère, Sie auch. Schön, das Stühlchen. Nennen Sie mich doch einfach Claudine. Das bringt uns schon näher. Kann ich noch irgendetwas tun? Ja, vielleicht einen... Ein Cognac. Oh, ein Schnäppchen in Ehren kann niemand verwehren, kommen Sie! Robert, das geht zu weit! Ach, setz dich doch! Wir Weiber. Tja. Der Erstdruck! Der Erstdruck! Der Erstdruck, Monsieur Fougère, wenn ich Ihnen jetzt diesen Erstdruck gebe, habe ich eine große Bitte. Ja. Er ist, wie soll ich sagen, in einem Zustand, gehen Sie einfach behutsam damit um. Ach Gott, je. Angelino, würden Sie bitte den Erstdruck von Shakespeares Romeo und Julia holen? Er befindet sich dort in... Wenn Sie den Shakespeare meinen, dann meinen Sie offensichtlich den im Safe. Natürlich meine ich den im Safe. Also gehen Sie bitte an den Safe und holen Sie ihn. Haben Sie die Ich habe sie. Ja, gut. Ihr Butler hat die Kombination Ihres Safes? Na, ja. Ja. Ja, ja. Weil ich ihm vertraue. Ja. Boah, geben Sie her! Julia! Vorsichtig! Ach Gott, denn je, was denken Sie denn Mädchen vor sich haben? Ich habe Antiquitäten in den Händen gehabt, da sind Sie noch mit der Blockflöte um den Christbaum getrampelt! Wie viel? 40 Seiten, doppelseitig. Ich meine, wie viel Sie dafür haben wollen. Wegen so ein bisschen Papier, so einen Aufstand zu machen. Halt die Klappe, Claudine. Ja, Kindermund tut Wahrheit kund. Oh, ich bin doch kein Kind mehr. Darf ich vorschlagen, das Wert jetzt ein wenig ruhen zu lassen? Danke, Monsieur Fougère. Ach Mann, wie viel? Ehrlich gesagt, er ist unverkäuflich. Ach, unverkäuflich. Papadapap, alles ist käuflich. Also, wie viel, Cornelier, wie viel? Ich weiß es nicht. Ach, ich würde sagen vier. Vier. Vier? Vier. 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 Ja, vier. 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 Akzeptieren Sie einen Schick? Ja. Vier. Vier. Hunderttausend. Darauf müssen wir einen trinken. Ja! Also, ich hätte Lust, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ja, da draußen. Ja, danke. Du kommst mit. Oh, ich würde eigentlich viel lieber hier bleiben. Sei still und komm. Geh nur, geht nur. Ha, kommt denn je. Ja. Wir beide haben heute einen Franken gemacht. Das können Sie mir glauben. Können Sie das sagen? Angelino? Ja?
400.000? Sieht ganz danach aus. Es wird langsam alles zu viel für mich. Ich meine, da zückt jemand sein Scheckheft und stellt ohne mit der Wimpern zu zucken einen Scheck über 400.000 aus? Das ist Fusche, ja. Mein Nervensystem fängt langsam an, sich aufzulösen. Ich meine, Michelle und mein Job und dann diese Kleine, die mir sowas von auf den Geist geht, weil sie permanent an Michelle... Angelino? Bin ich etwa eifersüchtig? Sieht ganz danach aus. Och nee! Ich habe mich in Michelle verliebt. Hm. Oh, nee! Immer mache ich alles falsch. Ich glaube, ich bringe mich um. Das weiß ich zu verhindern. Ich glaube, die Dinge nehmen ihren Lauf. Du meinst mich und Michelle? Oh, nee! Ich werde jetzt mal in der Küche ein bisschen Ordnung machen. Soll ich dir helfen? Wieso haben Sie eigentlich keine Kinder? Was ist los? Wieso Sie keine Kinder haben? Was geht Sie das an? Wie lange sind Sie verheiratet? Sagen Sie mal, was soll das? Ich kenne Sie. Ich habe Sie schon mal im Bistro gesehen, aber nicht mit Ihrem Mann. Das waren andere. Und das heißt was? Sie ziehen hier eine Show ab, nicht wahr? Jetzt hör mir mal zu, mein liebes Kind. Für dein Alter nimmst du deine Klappe ganz schön voll. Aber ich wollte eigentlich... Es interessiert mich einen Dreck, ob und mit wem du mich in irgendeinem verdammten Bistro gesehen hast. Ja. Und ich sag dir noch was. Hör auf, meinen Mann so anzubaggern. Sonst könnten deine Augen in Gefahr sein, blau anzulaufen. Jetzt machen Sie mal kein Drama aus einem Elefanten. Was mach ich denn? Der glaubst du, ich sehe nicht, was hier läuft? Du kleines, hinterlistiges Biest, scharf bist du auf ihn. Aber ich sag dir eins, Finger weg. Er ist nicht Ihr Mann. Auf seinen Quatsch antworte ich nicht. Aber ich denke mal, Sie sind total in ihn verknallt. Was du denkst oder vermutest, interessiert mich einen Dreck. Er ist mein Mann. Wir haben uns vor 4 Jahren in Madrid bei einem Stierkampf kennengelernt, haben dann 2 Jahre geturtelt, dass sich der Boden gewellt hat, dann in Los Angeles geheiratet und seitdem sind wir unzertrennlich wie siamesische Zwillinge. Ist das klar? Ob das klar ist, habe ich gefragt. Ja, ist klar. Dann hör auf, meinen Mann auf diese kindische Art und Weise anzubaggern. Ist das auch klar? Ja, ja, ist klar. Ist alles klar. Na dann... Ist ja alles klar. Ich hörte Stimmen. Bitte um Entschuldigung. Hat jemand gerufen? Angelino, ich glaube... Warte. Nur zur Sicherheit. Hast du nur sie oder auch die anderen? Nein, nein, alle. Niemand kann uns im Moment stören. Och, Angelino. Ich weiß. Ich habe Angst. Ich weiß, aber du brauchst keine Angst zu haben. Noch bin ich da. Wie noch? Michelle, mein Auftrag nähert sich dem Ende. Zwar anders, als ich gedacht habe, aber viel, viel besser. Oh, ich glaube, ich habe eine leise Vermutung, was du meinst, aber mir wäre lieber, du bliebest hier. Mir auch. Aber leider ist das nicht drin. Und dann wird er einen neuen Auftrag für mich haben. Das ist halt so bei uns. Ich habe mich so in Michelle verliebt. Ich weiß. Und das ist gut so. Weißt du, somit sind fast alle Probleme gelöst. Wie fast? Ach, Liebes, ich will nicht vorgreifen. Weißt du, manches ist festgelegt und manches kann man zumindest versuchen zu beeinflussen. Du meinst also keine Garantien, was? Hm. Angelino? Die anderen! Oh, Scheiße! Die habe ich jetzt glatt vergessen. Alles klar, alles klar. Na dann ist ja alles klar. Hm? Ja. Ich hatte eben das Gefühl, ich wäre schon wieder irgendwo. Du auch? Ja, meine Liebe! Ja. Ja? Haben Sie noch irgendwas auf Lager?
Wie wäre es, wenn wir jetzt langsam den Heimweg antreten würden? Ja, meine Liebe. Sie wollen schon gehen, wie schade. Schade. Also, wir bleiben in Kontakt. Claudine. Ich bringe sie zur Tür. Also gut, wir gehen dann. Komm. Danke für Ihren Besuch. Machen Sie es gut. Vielleicht lässt sich's ja vermeiden. Michel. Fast vergessen. Naja. Ja. Der Abend hat mich wirklich geschafft. Nehmt mir's nicht übel, Jungs. Gute Nacht. Ja. Ja. Angelino. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber diesmal habe ich wirklich Schiss. Wenn der das Ding einer Expertise unterziehen lässt, dann... Na und? Das Ding ist echt? Angelino, wir wissen beide, dass das Ding gefälscht ist. Ich sage dir, das Ding ist echt. Was? Übrigens wartet da noch so ein hässliches Entlein auf dich. Sie ist verliebt in dich, Michel. Und frag nicht, wie. So ein Ding. Ich sagte dir ja schon, mein Auftrag war, ihr zu helfen. Das hat sich aber erledigt. Durch deine Hilfe. Mach das Beste draus. Schlaf gut. Ja, schlaf du auch gut. Schlaf gut. Ja, dann ist ja alles klar. Guten Morgen. Ja, morgen. Morgen? Sag mal, wie spät ist das eigentlich? Gleich 17:30. Halb sechs? Abends, 17:30? Haben wir so lange geschlafen? Geschlafen oder geschlafen? Komm, hör auf. Michel, ja? Mein Auftrag ist erfüllt. Ich werde euch noch den Frühstück verlassen. Er hat schon Bescheid gegeben. Morgen, Jungs. Morgen. Na, kriegst du grad? Morgen ist gut, ist halb sehr, ne. Na, dann darf ich. Dafür ist er da. Darf ich? Dafür ist sie da. Tut euch keinen Zwang an, meine Zeit ist eh gekommen. Was, du willst schon gehen? Ich will nicht, ich muss. Och, Angelino. Alles wird gut. Wirst so. Mir fehlen, Flattermann. Du wirst mir fehlen, Flattermann. Ich bin okay. So, und jetzt werde ich euch verlassen. Und irgendwann vielleicht, nein, mit Sicherheit, sehen wir uns wieder. Flieg vorsichtig. Ja. Die Kastanien! Er kommt wieder. Zu mir oder zu dir? Zu uns.